Theater. Die Schauspieler haben die Stadt durchquert und sich umgezogen. Herr Meier hat sich umgezogen und die Stadt durchquert. Es wird dunkel im Haus und im Scheinwerferlicht geschieht erhaben Törichtes oder kindisch Erhabenes, wie man es einzeln im Tageslicht weder vorzuführen noch anzusehen vermöchte. Eine gemeinsame Verzauberung umhüllt die Oben und die Unten. Wie ein verbotenes Spiel ist's, eine geheime Gesellschaft mit ihren Riten und Regeln. Eine Verschwörung, und auch vom Spiel der Kinder ist manches gegenwärtig. Die Vortäuschung, die Andeutung. Ich bin jetzt der König. Dieses Zimmer ist der Wald. Was ist Theater? Junge Leute zieht es magisch zur Bühne. Und wen's trifft, der fühlt, dass es für ihn keine Wahl gibt. Kein Schwanken, sondern nur geheimnisvoll unausweichliche Gewissheit. Er muss Schauspieler werden, auch wenn er genau weiß, was ihn erwartet. Nur noch die Seeleute zieht es so stark zur harten Existenz voll Bitterkeit. Und man verlässt das Haus und die Liebsten und die bürgerliche Geborgenheit und die Sesshaftigkeit, tauscht sie ein gegen Vorläufigkeit, die nur von Jahr zu Jahr einen Schein der Gewissheit bietet. Denn was ist das Engagement, was ist der Vertrag, da man doch um jede Rolle zittern und, wenn man sie hat, vor ihr zittern wird, zeitlebens, da man in keinem Augenblick aufatmen sich am Ziel wissen, sondern immer auf großer Fahrt ins Ungewisse sein wird, ohne Heimathafen. Man wird an der Arbeit leiden und am Nichtarbeiten erst recht, man wird den Beruf hassen und verfluchen und ihm doch nie entrinnen. Man wird alle echten Kontakte mit dem Leben und der Welt des Tageslichts für ihn hergeben und wird nie genau wissen, warum. Das Schöpferische im Schauspieler wird um die Dauer betrogen, das Spielerische um die selige Erlösung im Spiel. Die Bewegung verweht, ehe sie sich vollendet, das Wort verhallt, wenn es gesprochen ist, dem Hier und Jetzt botmäßig, von einer zufälligen Versammlung abhängig und vom fremden Willen des Autors, ohne verbindlichen Maßstab für Gelingen und Scheitern. In großer Einsamkeit und tiefer Angst gebt ihr euch her, ihr Schauspielerinnen und Schauspieler, unsicher, unerfüllt, nervös und voll Unrast, in ewig sterblicher Wiederholung schafft ihr Illusionen, die nur in trügerischen Gedächtnissen und fälschenden Bildern und gefärbten Berichten aufbewahrt bleiben. Was ist Theater? Indem ihr euch verwandelt, verwandelt ihr auch uns. Indem ihr auf euer Schöpferisches verzichtet und auf die Befreiung im Spiel, macht ihr, dass wir außer uns sind. Erlöst ihr uns zu seligem Vergessen unserer Zufälligkeiten. Ihr nehmt uns zu euch hinauf und lasst jeden von uns so sehr sich selbst vergessen, dass er sich auslöscht und gemeinsam mit Hunderten zu lachen, zu jubeln, zu weinen, zu verstummen vermag und sich dessen nachher nicht zu schämen braucht. Und wenn ihr euch fragt, wozu das alles, werdet ihr auch weiterhin keine Antwort wissen, wie ich keine Antwort auf die Frage nach dem Wesen des Theaters weiß. Fragen wir nicht weiter. Nehmen wir das Geheimnis dankbar aus euren Händen entgegen. Es soll geheim bleiben. Zu jedem Wunder gehört die Unerklärbarkeit als entscheidender Bestandteil. Wenn wir wüssten, was Theater ist, würde es kein Theater mehr geben. So soll uns die vergebliche Suche nach Antworten nicht bedrücken, sondern erheben, weil sie uns lehrt, dass unsere scheinbar entgötterte Zeit noch mitten in ihren Städten einen Bezirk des Wunderbaren kennt. Die allabendliche Begegnung derer, die ins Theater gehen, mit denen, die zum Theater gegangen sind. Wir sehen uns wieder. Bleiben Sie gesund.